Das ist natürlich bei Transformation, ich will sagen, fast schon tödlich. Jetzt geht ihr hin und sagt, Mensch, ihr wollt euch digital transformieren, ihr wollt agil arbeiten. Liebe Führungskräfte, ihr seid aber die Ersten, bei denen wir anfangen. Sorgt das dann nicht irgendwie erstmal für eine Abwehrhaltung, weil die damit vielleicht auch manchmal nicht gerechnet haben? Wenn man anfängt bei den Führungskräften, funktioniert es noch gut. Gerade in der Bankenbranche sind die Erfahrungen tatsächlich gemischt, die ich gemacht habe. Also es gibt Branchen, in denen ist das völlig selbstverständlich, dass Führungskräfte auch sagen, und bitte haltet mich die ganze Zeit im Loop und lasst uns regelmäßig irgendwie drauf gucken, wie wir vorankommen mit der Transformation. Meine Erfahrung aus der Bankenbranche ist tatsächlich, dass man da teilweise als Führungskraft, ich will nicht pauschalisieren, aber teilweise die Erwartung hat, ich fälle eine Entscheidung und da muss das doch eigentlich ohne mich weitergehen. Ich entsinne mich noch, wir hatten mal einen Vorstandsworkshop und haben dann gesagt, am Ende des Workshops, der Workshop war super erfolgreich, Strategie verabschiedet, großes Buy-in. Und dann habe ich gesagt, prima, dann sehen wir uns ja nächsten Monat, um das Thema weiterzuentwickeln. Ja, wieso nächsten Monat denn schon wieder? Also wir haben noch so viel zu tun. Sie wissen doch jetzt erstmal, was Sie tun müssen und laufen Sie doch erstmal. Und das ist eben wirklich das falsche Verständnis von Transformation und Management von einer Transformation, weil Transformation heißt für Führungskräfte dranbleiben und selber involviert sein, sich selber ein Stück weit auch transformieren und es auch vorleben und eben auch wirklich nah an den Projekten und an den Themen dran sein. Und wenn das nicht gegeben ist, dann kann es auch leicht schiefgehen.